Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir selber Hummus und das Rezept habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern ich habe ein Video gesehen und zwar hat mein Lehrer, der heißt Herr Brunner, der hat einen YouTube-Kanal, also beziehungsweise der hat einen. Also der existiert zwar noch, aber der macht keine Videos mehr. Ja, und da hat er halt ein Video gemacht darüber, dass er, wie man das beste Hummus macht. Und ich teste das Hummus. Also ich mache es auch mal nach. Dafür braucht ihr Knoblauch, also 2 Knoblauchzehen, Zitronensaft, Petersilie, also für Deko, dann Paprikapulver, Kreuzkümmel, die Hauptzutat Kichererbsen. Ihr könnt auch frische nehmen, also nicht aus der Dose, aber die müssen über Nacht in Wasser einweichen. Deswegen haben wir welche aus der Dose genommen. Ja, ich verlinke euch das Originalvideo. Dann braucht ihr einen Mixer, ja, Olivenöl, Salz, Pfeffer ist, denke ich mal, selbstverständlich. So, hier steht quasi das gleiche Rezept auch drauf. Ja, deswegen orientiere ich mich mal daran. Schau mal, was wir als erstes machen müssen. Ach, übrigens, ihr braucht auch Tahini. Tahini ist so eine Sesampaste. Boah, hab ich noch nie gegessen. Mal sehen, wie es schmeckt. So, wir tun jetzt mal alles in einen Mixer. So, einmal Kichererbsen aufmachen. So. Das ist so eine blöde Flüssigkeit. Deswegen hole ich mir mal so ein kleines Schälchen, wo ich die erstmal reintun kann, beziehungsweise oder eher die Kichererbsen, also diesen Saft da raustropfen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Öl oder so ist. Schreibt mir auch gerne mal in die Rezepte, genau, in die Kommentare, was ich mal kochen soll, weil ich freue mich immer gerne auf Kochideen. So, jetzt muss ich nur noch diese blöde Dose aufkriegen. So, Kichererbsen sind schon mal drin. Jetzt müssen wir kurz Zitronen pressen. So, so könnt ihr auch was sehen. Einmal Zitrone halbieren. Wartet, Leute, ich hole mal kurz ein Schneidebrettchen. So, einmal hier möglichst in der Mitte halbieren. Okay, ja, genau, das war jetzt die Mitte, alles klar. Ich kann keine Zitronen schneiden, aber das ist auch nicht so dramatisch. Einmal kurz Zitronen pressen. So, ich habe jetzt den Zitronen... die Zitronen ausgepresst, sieht man den Saft? Ja, sieht man sehr gut. Der kommt einmal zu unseren Kichererbsen. Sehr schön. So, jetzt kommt Tahini dazu. So, ich brauche einen zweiten Löffel. Oder nee, geht auch so.
Originalvideo und Rezept ist in der Videobeschreibung verlinkt. Mal so nochmal als Info. So. Und noch einen kleinen. Noch einen halben. So. Sehr schön. Knoblauch hätte ich beinahe vergessen. Den müssen wir kurz schneiden. So, jetzt Knoblauch schneiden. Habe ich ja gerade schon gesagt. Hier der Knoblauch ist ein bisschen grün. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlimm ist. Deswegen lassen wir mal die Stücke weg. Aber die anderen Stücke sehen okay aus. Deswegen machen wir hier weiter. So. Weil ich bin kein Knoblauchexperte. Generell habe ich wenig Ahnung, so was. Also ob das Grüne jetzt schlimm ist oder nicht. Ich weiß, bei manchen Sachen ist zum Beispiel bei Äpfeln ist ja ein bisschen grün schlimm. Aber zum Beispiel bei Kartoffeln, wenn die grün sind, das ist nicht schlimm. Weil hier, der ist so ein bisschen grün, auch der andere. Naja, wir lassen es einfach mal weg. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das schädlich ist oder nicht. So, jetzt tun wir den Knoblauch rein, so dass die Hälfte daneben geht. Die ist nicht viel daneben gegangen. Kommt auch noch rein, so. Das war's jetzt bis jetzt, also. Das Paprikapulver, die Petersilie und der Kreuzkümmel. Müll kommt später. Achso, wartet. Ich habe noch Olivenöl vergessen. Und Salz. Gut, dass ich nochmal alles aufgezählt habe. Weil sonst hätte ich es vergessen. So. Jetzt mal ein Teelöffel Olivenöl. So. Och, Vogeluhr, sei bitte ruhig. Also ich finde, an sich ist ja diese Vogeluhr schön, aber die zwitschert jede Stunde. Ne? Und dann auch noch, wenn man ein Video aufnimmt, ist das ein bisschen störend. So, jetzt tun wir noch einen Teelöffel Salz dazu. Sehr schön. Aber jetzt können wir das Ganze mixen. Einmal Deckel drauf. Und wenn euer Hummus dann fertig ist, dann könnt ihr das einfach aus dem Mixer in eine Schüssel füllen. Wir haben noch etwas kaltes Wasser dazu getan, weil das Mousse ein bisschen zu fest war, weil der Mix hatte irgendwie ein paar Probleme, das da zu mixen. So. Jetzt ein bisschen glatt streichen. Also ich glaube, Herr Brunner hat das ein bisschen schöner gemacht.
Ja, er hat jetzt noch ein bisschen Olivenöl da drauf getan. So hat er das dann gemacht. Schaut euch, wie gesagt, gerne das Video an. Wie gesagt, auch er macht keine Videos mehr, aber ich glaube, über ein Abo würde er sich trotzdem freuen. Und dann hat er Kreuzkümmel in so einem Kreuz gemacht. Sieht man ein bisschen. Sieht man das auf der Kamera? Ja, also bei Herrn Brunner sah es schöner aus. Wie gesagt, und das gleiche machen wir auch mit dem Paprikapulver. Oh. Also auf alle Fälle einfach so ein bisschen dekorieren, damit es ein bisschen Geschmack hat. Und dann die Krönung, ein bisschen Petersilie. Und das sieht doch dann schon gleich viel schöner aus. Ja, ich probiere jetzt mal das Hummus. Weil ich bin nicht so der allergrößte Hummus-Fan, aber wir probieren das mal. Kleines bisschen. Und ich sage euch dann mal, wie es schmeckt. Also das Hummus ist echt lecker. Also ich muss das echt sagen, weil ich, wie gesagt, nicht der allergrößte Hummus-Fan bin. Aber das lohnt sich auf alle Fälle nachzumachen. Also lasst ein Abo und ein Like bei mir und bei Herrn Brunner da. Der hat, ich glaube, ungefähr 56, ja, 56 Abonnenten und 8 Videos. Ja, der hat auch hauptsächlich so Reisevideos und Zirkusvideos. Ja, das ist ein einziges Kochvideo. Weil sonst hätte ich, glaube ich, noch mehr Rezepte nachgemacht. Ja, also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr solche tollen Videos. Schreibt Rezeptideen in die Kommentare. Zum Beispiel, ich soll mal Pizza machen. Also ist auch okay. Also muss nicht unbedingt euer Lieblingsessen sein. Ja gut, wer macht keine Pizza? Oder irgendwie was Türkisches oder so. Und dann schaue ich mal, ob ich da was von nachmache. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.